Servus Leute, was geht? Ich bin der Johann Lanze. Willkommen zurück zur 24. Folge Crazy Farmer. Oder 23.? Ich glaube 23. Auf jeden 23. Fall waren wir jetzt hier stehen geblieben an meinem Hof. Jetzt warten wir noch auf die anderen, weil wir wollen gleich mit der Auktion starten. Das sind schon wieder so Trödel nach. Wir sind eingetroffen mit dem BW. Ah, Herr Eriks. Hallo. Muss doch den BMW, den kennen. Servus. Servus. So, jetzt will ich den Hofheim für 5000 Euro kaufen, dann passt das hier. Ja, sie haben Arsch offen hier. 5000 Euro kriegst du den Scheinwerfer vom Unimog, aber mir auch nicht. Es ist schlimm, dann krieg ich den halt. Also wenn sie wollen, können sie sich gerne nochmal umschauen, ich mach nochmal alles auf. Hier hinten ist übrigens... ist der BMW dabei? Der Dreier Sedan ist nicht dabei. Wie sieht's denn aus mit dem hier, mit dem X5er? Der gehört nicht mir. Ja komm, legen Sie die oben drauf. Ich kann mit Fremden. Wie viel Betriebsstunden haben die Trecker so weg? Ach so, ja genau. Wie viel Betriebsstunden? Der hat 1,2 Stunden. Das ist ja alt. Sehr alt, das geht schon zu Oldtimer. Genau. Und Baujahr? Dieses Jahr. Und der hat 0,1 Stunde. Also. Oh, das ist natürlich gut. Der ist nur vom Händler hier hochgefahren und das war's. gut, dass sie zwei Träger gekauft haben. Genau. Ja, man weiß ja. Und Lanze, ich hätte mal eine Frage. Könnte ich mal mit dem Sedan hier auf deiner Wiese mal einen kleinen Drifty-Wifty ziehen? Können wir mal Probe fahren? Können sie gerne machen, aber der ist wie gesagt nicht zum Verkauf. Okay. Nee, ich mal allgemein jetzt hier mit dem Maschinenprobe fahren. Gerne. Achtung! Gerne, haben Sie die Schlüssel? Nee, leider nicht. Kommen Sie mal her, dann ja. Wo sind so, Sie? So, kommen wir jetzt her. Hier. Ich muss auch die Schlüssel. Ja, dann gebe ich Ihnen mal die Schlüssel. So. Und. Mit dem BMW, ne? Da nehmen wir Mietfahren. Dann haben Sie die Schlüssel. Glaube ich, oder? Genau. Warte. Herr Lanzel! Ja. Soll der BMW Heidi wiederkommen? Ja. Okay. Oh, ihr Junge hier. Oh, ihr. Achtung, ein BMW. Ja, der ist nicht so schlimm, der BMW. So, das geht hier aber ab hier. Petersen, oh, wie ganz schwindelig hier. Aber bitte aufpassen, kein Unfall. Nee. Herr Lanze, ja. Gucken Sie gleich mal auf die Wiese hier. Fliegen Sie die Wiese schon um oder wie? Warten Sie, pass mal auf hier. Lul. BMW. So, jetzt kommt der nächste, der Herr Meier. Ah, ey, gucken Sie mal hier. Ich höre, ich kann in der Formel 1 mitfahren. So, Herr Lanze, passen Sie jetzt mal auf hier, wie schnell ich wieder am anderen Ende bin. Kommen Sie dann wieder auf den Hof, weil jetzt tun denn die anderen da auch mit ein. Herr Meier! Herr Meier. Kommen Sie mal her. Herr Eriksen, drehen Sie sich mal um. Gucken Sie mal in die Heckscheibe. Ach du Scheiße. Also haben Sie ja einen schönen Hof, Herr Lanze. Ja. Und der steht zum Verkauf jetzt? Oder nur die Maschinen? Zur Auktion. Alles. Mit Land und Maschinen. Ah, okay. Ja. Frage, Herr Lanzel, wieso stellen Sie da nicht Ihre Produktionen drauf? Wo? Wo? Eieiei. Hier am Hof jetzt. Na, das wird zu eng. Okay. Ich hab schon durchgeplant, aber das wird einfach zu eng. Herr Eriksen, kommt auch mal hier aufs Acker. Und da ist die neue Fläche, die ich Ihnen schon gesagt hatte, viel. Die haben wir gar nichts geguckt, Herr Lanzel. Ich bin nur ein Kredit. Ja. Oh, Lul. Das Herr Petersen? Noch, Herr ich bin jetzt den ganzen Fläche Weg gelaufen und hier im Hof vorbeigekommen. Darf ich mir mein Auto auf dem Rückweg wieder zurück mitnehmen? Ja. Können Sie mir gerade noch die Schlüssel geben? Die Schlüssel zum eigenen Auto. Bitte sehr. Dankeschön. Herr Meier? Ah. Herr Eriksen, gucken wir mal hier. Sie wissen noch, wo der Herr Wolke sein
sein Hof vorher hatte. Ja, weil ich die Fläche nicht übernehmen. Die Bergwindnehmung, ja. Genau, weil die passt von der Größe her perfekt. Bitte? Am Petersen, warte, Mainz, den über mit mir. Aber wir sind so abgehoben, Herr Mainz. Ja, 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 abgehoben, ne? Nein. Herr Petersen, gehen Sie rein. Achtung! Was war das? Ich krieg hier Schleudertrauma hier in der Karre. Was ist denn der Peter Elmer, ja? Die Herren, was machen Sie da eigentlich? Gar nichts. Ich mach gar nichts, ich wird was umgefahren. Die wollen hier eine Rennstrecke bauen. Ja, Herr Petersen, ich wollte noch was von Ihnen. Herr Lanzel, wo haben Sie die BMW denn her? Ich wollte darüber informieren, dass ich gleich mal in der Außenstelle habe im Nachbardorf und ihn deswegen heute Abend das Angebot nur noch zuschicken kann und nicht mehr persönlich überreichen kann. Kein Problem. Okay, gut. Ja. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ah, Andreas. Mann. Andreas Meyer. Was ist schon wieder? Andreas Meyer. Herr Lanzel? Ich müsste mich später mit Ihnen nochmal kurz schließen. Herr Lanzel? Ja. Nur damit Sie schon Bescheid wissen. Da würde ich später nochmal. Bezüglich was? Aua. Was haben Sie? Ich hab Sie gar nicht berührt. Weil ich den Landhandel mache und. Oh, dass wir vielleicht eine Kooperation mit dem Maschinenhandel machen. Ja. Falls Sie nicht da sind, dass. Oh Gott. Da kann man sicherlich drüber reden und das ist so. Wow, hab. Gucken Sie mal, was mit. Ist das Ihr Auto da hinten, der BMW? Ja. Taxi. Steht der auch zu Verkauf? Nein, das ist ein Dienstwagen. Okay, weil nachher ist er nicht mehr so viel wert, wenn die weiter so fahren. So, Herr Mayen, stellen Sie das Fahrzeug bitte wieder zurück. Taxi. Jo, mach ich. Danke. So, Oh, die Polizei kommt. Dann gehen genau. Wir mal bitte alle auf den Hof, weil jetzt sind die Polizisten dann auch da. Ja, ich wollte Ihnen nur sagen, beziehungsweise Sie fragen, ja. Könnten wir das auch, ich müsste jetzt gleich nochmal ins Nachbardorf, da in der Außenstelle, da ist ein kleiner Unfall passiert. Okay. Und da müsste ich jetzt nochmal hin. Deswegen weiß ich nicht, ob das heute Abend noch was wird. Na, das ist kein Problem, das können wir natürlich auch später klären, weil ich muss eh erstmal schauen, dass ich ganzen Bauvorhaben dann in Auftrag gebe, weil geplant ist schon alles. Muss ich bloß in Auftrag geben. Ja. Und dann würde ich auf Sie zukommen. Ja, ich denke, Samstag ist auf alle Fälle. Genau. Denke ich auch. Ja. Gut. Ja, da hätte ich Zeit, da könnten Sie entweder auf mich zukommen oder ich rufe Sie nochmal an. Genau. Dann würden wir aber jetzt mal hingehen, weil die anderen sind jetzt auch da. Kein Problem. Ich werde dann auch Ihre Veranstaltung leider schon frühzeitig verlassen müssen, auch wenn das für den Händler natürlich interessant ist. Ja. Aber ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend miteinander. Das wünsche ich Ihnen auch. Okay, danke. Herr Mayer. Tschüss. Servus. Herr Mayer, wollen Sie, dass ich für Sie mitbiete? Im Moment habe ich kein Interesse, danke. Alles klar. Gut, ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend. Tschüss. Alles klar, tschüss. So. Oh. Herr Lanzel! Servus, die Herren. Die Spiegeleier sind gleich fertig auf ihrer Motorhaube, ne? Was machen Sie denn da eigentlich, Herr Mainz? Gehen Sie jetzt mal von meinem Auto weg? Boah, die Spiegeleier braten. Herr ja, der schwarze X5. Herr Eriksen? Wollen Sie vielleicht mal uns nicht zupacken? Herr Lanzel? Da vorne ist ein Parkplatz. Ja. Herr Lanzel? Hier neben dem anderen BMW. Wo sind Sie? Da. Wollen Sie ein gebratenes Spiegelei von Ihrer Motorhaube haben? Nein, danke. Platz da, ich muss da durch. Guten Tag, sind Sie der Herr Lanzel? Ja, guten Tag. Herr Peters, fahren Sie mal hier. Ich bin der Herr Bergdahler, der neue Polizist auf Ihrer Dienststelle. Ah, ich habe schon was gehört, genau. Genau. Ich wusste jetzt bloß nicht genau, wann Sie eintreffen. Ja, wir haben gerade eben noch einen Zwischenfall gehabt. Wir mussten noch den Herr Wulge kontrollieren, der war gerade mit ein bisschen zu viel Ladung auf dem Anhänger unterwegs. Ach, unser Geht das ein Rückwärtsgang? Unser Herr Wulke. Gut, müssen eigentlich alle da sein, oder? Ich glaube schon. Wenn ich es richtig sehe. Also, nochmal vielen Dank für die Probefahrt, ne? Gerne. Also, wie Sie bestimmt schon alle in den Stadtanzeiger gelesen haben, ich verkaufe meinen Hof
mit sämtlichen Maschinen und Land. Bis auf den Dreier Sedan. Da kamen jetzt schon mehrere Fragen. Der wird nicht verkauft. Sonst alle weiteren Maschinenhäuser und Land. Herr Lanze, ich würde gerne den Dreier Sedan kaufen. Den gibt's immer noch nicht zu kaufen. Den können Sie bei den Herrn Andreas Meyer gerne bestellen. Oh, Andreas? Ah, der ist gar nicht in dieser Runde, ne? Nein, der ist nicht mehr da, der musste zur Außenstelle. Da gab's wohl einen Unfall. Vorhin hat er irgendwas von der Studiermesse oder so gesagt. Oh. Ich hätte mal eine ganz kurze Frage. Wer hat denn alles Interesse an dem Hof? Ja. Okay. Haben die Polizisten ja auch Interesse? Da bin ich leider raus. Was Landmaschinentechnik und alles darum angeht, bin ich leider nicht der Begabteste. Okay, und Herrn Landvogt? Da habe ich Privatleben oder was? Okay, also. 24 Stunden in der Bude da unten hier und in meinem schicken BMW, nicht? Wenn Sie gerne möchten, können Sie sich noch gerne 5 Minuten einmal umschauen, alles genau anschauen, wenn Sie möchten. Wenn nicht, können das wir direkt gerne auch starten. Direkt bitte gerne starten. Ja. Anheizung anmachen. Gut, also. Wie gesagt, es sind alle Maschinen, sowie das gesamte Land hier zu verkaufen. Die Maschinen sind noch gar nicht so lange gelaufen, also sprich, der hat jetzt 1,2 Betriebsstunden, das war jetzt vom Ansehen. Ist halt dementsprechend halt noch ein bisschen dreckig. Wie viel PS hat der, wenn ich fragen darf? PS, da müsste ich ganz kurz nachschauen, weiß ich nicht aus dem Kopf. Kann ich auswendig? 201. 201? Okay. Ich brauche mir noch 500 PS, Bruder. Das ist ja Spielzeug. Ach mei, für sowas Kleines reicht's halt. Genau. Die Anhänger hier, die schraubt man SEK 802, haben ein Fassungsvermögen von 8000 jeweils. Darf ich kurz einen Test machen, ob hier Rost dran ist, also so ein Rosterkenner? Warten Sie? Können Sie gerne machen, aber die Maschinen wurden noch nicht benutzt, sind komplett neu und standen die ganze Zeit in der Halle. Herr Lanzl, ich habe jetzt mal eine Frage, ich interessiere mich zwar jetzt nicht dafür, aber was macht denn die lose Öldruckleitung hier unten? Das weiß ich auch nicht. Weil die soll... Rost ist erkannt. Rost ist erkannt. Interessant. Ja. Also, ich glaube, der Herr Eriksen hat keine Ahnung, wie man das Gerät bedient. Ich glaube auch nicht, weil die Maschinen... Schauen Sie das Gerät an, ich mach's nochmal. Dann müssen Sie sich genau an den Händler wenden, weil... Da, Rost erkannt. Ja, dann wenden Sie sich an den Händler, wenn Sie die Anhänger haben wollen, weil ich habe die frisch vom Händler und noch gar nicht selber benutzt. Die standen in der Halle, vollkommen von Niederschlag geschützt. Das sehen Sie mit dem bloßen Auge, Rost. Nee, das geht in den Metall rein und so. Das ist ein richtig gutes Gerät. Ah, okay. Das hab ich draußen neu, aber einfach mal so stehen lassen, ja. Ich kann es ja auch mal bei Ihrem Auto machen. Achso, Sie haben ja kein leisten. Gut. Die Seemaschine wurde für 2 Felder genutzt. Da müsste jetzt. Da müsste jetzt noch ein bisschen Rest Saatgut drin sein. Auch leider habe ich leider ein bisschen verpatzt, die sauber zu machen. Ja. Allerdings. Ich halte alles fest, ne? Ja. Land? Ja. Oh. Verkauft 250er Gussrohre, Abwasserrohre auch, oder wie sieht es aus? Die lagen hier von Anfang an mit drin. Ich glaube, die wollten sich hier bei dem Silo mit verbauen, aber haben sie dann liegen lassen. Herr Landvogt, kennen Sie sich damit aus, oder wie? Oder woher wussten Sie, dass hier Dinge zur Rohre sind? 250er. Sieht doch ein blinder Mensch. Junge. Blinder Mensch, Rückstock. Auf jeden Fall, die sind aber ganz schön runtergeranzt, Alter. Ja, weil mein Bruder, der ist Bauer hier, nicht? Der hat unser Haus angeschlossen, alles. Ah, ne? Okay, also stehen ja. Hier gegenüber, ne? Neu gebaut, alles, ne? Ja. Gut. Alles gilt vorhanden, Junge. Ja. Also die Hallen sind auch erst dieses Jahr neu gebaut worden, komplett neu. Die alten wurden abgerissen und komplett neu aufgebaut. Okay. Neueste Silotechnik ist drin, genau. Was das Kapazität hat? 100.000 Liter hat das Silo-Kapazität. Okay. Oh. Und da können Sie auch in die Richtung hier durchfahren.
Ja, was soll, Herr Lanze, welchen Ingenieur hatten Sie hier? Also eigentlich war es geplant, dass jetzt weiter links gesetzt werden sollte. Dass der Zaun nicht im Weg ist, da hat die Baufirma wieder geplatzt. Eigentlich manchmal, ist nicht wirklich. Ja, ich weiß. Hat jemand eine Kettensäge? Gut. Herr Lanze, kommen wir zur Geldsache. Was Sie für den warten Sie mal noch ganz kurz. Und das Wohnhaus auch erst. Was wollen Sie für den Spaß? Warten Sie doch mal bitte. Herr Lanze, immer mit der Ruhe. Ja, und dann ist dieses Wohnhaus auch noch. Können Sie gerne nochmal anschauen von innen. Auch erst dieses Jahr komplett neu gebaut worden. Genau. Boah, stinkt's hier drin. Oh. Ja, dann müssen Sie das ja alles gar nicht kaufen. Schönen Tag Ihnen noch. Ja, ich kaufe es eh. Ja, tschüss. Im eigenen Hof. Ja, tschüss. Ja. Ich hätte eine Frage an Sie. Ja? Kennen Sie den Herrn Lanze? Sind Sie mit dem Mietzeplanzel verwandt? Ey, mach den weg bitte, hier. Bitte? Ich schlag dir schon mit dem Ruf. Ja, den kenne ich. Warum? Nur so, der hat nämlich auch immer ein leichtes Aggressionsproblem. Ja, das kenne ich von ihm. Er meint's? Herr Lanzo? Herr Lanzo? Lanzo? Okay. Der mag wohl gerade nicht, der schaut mir zu. Okay. Herr Landvogt, schauen Sie mal den Herrn Davidson an. Darf er so fahren? Darf er so fahren, Herr Landvogt? Der Motor aber offen? Nee. Okay. Jetzt darf Herr Landvogt, komm, gut, jetzt also, komm. Startgebot liegt cool, bei 50.000. Wie viel? 50. Ich biete 51. Okay, dann bin ich wieder da. Nee, Eriksen. Eriksen, einmal weg, immer weg. Tschüss. 60. 60. 70. Wie viel? 70. 75. 80. 85. 85. 90. 95. 95. 100. Da habe ich nur 100 gehört. Okay, ich. 100. 110, 120, 130, 150, 175. Hey, wir waren bei 150. 175. Ja, 200. 200. Hans. 210. Jo. Ich werde einen Zehner, dass der Meier das übers Gemeindekonto kauft. 210. Das kann ich mir gut vorstellen. 220. 225. 225. 226.500. Lächerlich. 227.000. Ja, ich bin auch raus. Okay. Dann 230. Sie haben sich gerade selber überboten. ist doch egal. Gut. 230. Für 230. Da, die haben locker setzen. Den Herrn Heino Mainz. Wie viel? 230? 230.000. Oh, I am the King, Alter. Herrn Meier? Ich bräuchte einen Kredit. Ich auch. Nein. 230.000 Euro, bitte. Müssen wir nachher klären. Okay. So, Herr Lanze, überschreiben Sie mir das denn alles hier? Herr Meier, wenn Sie gerne noch ganz kurz Zeit haben, würde ich gerne mit Ihnen reden. Herr Lanze, ich sehe gerade, habe ich einen Wald auch? Warten Sie. Ja, ein Stück. Och, geil, ich habe gewonnen. Herr Lanze würde auf Direkthandlung bestehen. Nee, weg. Ich hab. Ne? Würde ich wirklich ein, am besten noch baden. Ja, ich auch. Ich wäre dafür auch. Ich hab 230 geboten. Fertig. Ich hab gewonnen. Armer Schlucker. Wer hat das gesagt? Hey, Patrick. Ja. Den Mainz, den überprüfen wir mal. Ob der sein Kredit auch richtig abbezahlt. Okay. Ich hätte ihnen ja.
was mit das abgekauft, aber wenn so ein zeigen wir. Also mal schauen, ob das alles ordentlich versteuert ist. Sagen wir, ein anderer Mitbürger das kauft für so viel Geld. Aber ich würde ihm 130.000 Ketterkäfer auf den Tisch geben. Haben wir sofort. Herr Lanze, ich hab doch jetzt gekauft, oder? Ja, das Hilfsgebot ist bindlich und... Gott. Herr Meier, bitte ja. 230.000 Euro Kredit. Damit ist ein Kaufvertrag abgeschlossen. Was? Glauben Sie, ich hab 230.000 Euro mit in der Hosentasche oder was? Ja, haben Sie doch gerade gesagt, oder? Wow. Wow. Nein, eigentlich nicht. Ach so. Herr Landvogt? Ist das denn auch alles ordentlich versteuert? Die alles wollen, aber nichts kaufen. Ja. Ey, Eriksen, sei mal ruhig auf den billigen Plätzen. Hallo, ja, kannst ruhig bleiben. Komm, Petersen. Und ja, auch nicht beleidigt werden. Rutsch mal einen Platz rüber. So, wir fahren nach Haus. Gut, aber... So. Da haben wir schon ein bisschen später, würde ich sagen. Nice, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Folge, wie es jetzt weitergeht. Erfahrt ihr alles in der nächsten Folge und bis dahin würde ich sagen, tschüss und ciao. Herr Landrup, können Sie mit